So, Lerneinheit 5.8, Personalbereich. Ja, heute mal aus Friedberg, deswegen ohne Webcam und mit einem anderen Mikrofon. Und ich bin auch ziemlich verschnupft. So, für Ihre Arbeitsleistung im Betrieb erhalten Mitarbeiter Löhne bzw. Gehälter. Für den Arbeitnehmer sind Löhne bzw. Gehälter Einkommen, für das Unternehmen als Arbeitgeber Aufwand. Das Gehalt stellt ein vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Entgelt für die Ausübung einer festen Tätigkeit von Beamten und Angestellten dar. Der Lohn wird von Arbeitern bezogen und kann die im nächsten Abschnitt dargestellten Ausprägungen aufweisen. Die Ermittlung des Lohns hängt davon ab, ob der Arbeiter nach der Zeit oder nach der erbrachten Leistung entlohnt wird. Daher werden im Wesentlichen zwei Arten von betrieblicher Lohnermittlung unterschieden. Einmal der Leistungslohn hier auf der rechten Seite und der Zeitlohn hier auf der linken Seite. Beim Zeitlohn erfolgt die Entlohnung nach der Dauer der Arbeitszeit, unabhängig von der erbrachten Leistung. Eingesetzt wird der Zeitlohn bei Tätigkeiten, in denen die Leistung des Arbeitnehmers nicht oder nur schwer messbar ist, zum Beispiel in Büro und Verwaltung, oder bei denen die Qualität, Genauigkeit und saubere Ausführung der Arbeit wichtiger als die Menge ist, zum Beispiel Ingenieur, Architekt, Arzt, Kontrolleur, oder bei denen der Arbeitnehmer keinen Einfluss auf die Menge hat, zum Beispiel bei Arbeiten mit Leerlauf und Stoßzeiten. Die Grundlage für die Berechnung des Lohnes ist die vom Arbeitnehmer aufgebrachte Zeit im Dienst des Unternehmens. Der Zeitlohn wird entweder als Stunden-, Tages-, Wochen- oder Monatslohn angegeben. Der Lohnzahlungszeitraum beträgt in der Regel einen Monat, sodass bei Angabe eines Stunden-, Tage- oder Wochenlohns eine Umrechnung in einen Monatslohn erfolgen muss. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Der Stundenlohn eines Facharbeiters, der komplizierte Metallgehäuse verarbeitet, beträgt 12,48 Euro. Die wöchentliche Arbeitszeit 38,5 Stunden. Und wie hoch ist dann der Monatslohn? Naja, man rechnet das Ganze auf das ganze Jahr. Also den Stundenlohn mal die Wochenarbeitszeit mal die Wochen im Jahr und dann durch 12 Monate. Dann erhalten wir einen Monatslohn von 2082,08 Euro. Das, was jetzt eben passiert ist, dieser Aussetzer, das passiert immer, wenn ich mal ganz laut husten muss oder schniefen, dann mache ich das Mikro in der Regel aus. Aber es dauert ein bisschen, bis ich wieder da bin. Beim Leistungslohn wird ein Arbeitnehmer nicht nach Maßgabe der aufgewendeten Arbeitszeit, sondern nach Maßgabe der erbrachten Leistung entlohnt. Die Voraussetzung für die Anwendung dieser Lohnart ist, dass der Arbeitnehmer das mengenmäßige Ergebnis pro Zeiteinheit durch die Intensität seiner Leistung beeinflussen kann. Der Leistungslohn kann weiter untergliedert werden in den Akkordlohn und den Prämienlohn. Beim Akkordlohn ist das Entgelt komplett von der Menge der geleisteten Einheiten abhängig und dabei werden Stückgeldakkord und Stückzeitakkord unterschieden, hier ganz unten in der Auflistung. Beim Stückgeldakkord erfolgt die Entlohnung pro geleistete Einheit, also Stück, Länge, Fläche, Gewicht und so weiter, beziehungsweise pro Arbeitsgang unabhängig von der Zeit durch Stückgeldakkordsatz. Für jede geleistete Einheit bzw. jeden Arbeitsgang wird ein fester Geldbetrag vergütet. Für die Festlegung des Stückgeldakkordsatzes ist es erforderlich, die Arbeitszeit zu berechnen, die ein Arbeitnehmer normalerweise für die Fertigung einer Einheit benötigt. Dadurch kann die Anzahl der zu fertigen Stücke bei Normalleistung des Arbeitnehmers in einer Stunde ermittelt werden. So, und um den Stückgeldakkordsatz zu berechnen, wird dann der Akkordrichtsatz durch die Normalleistung pro Stunde geteilt. Der Bruttolohn für einen Monat ergibt sich dann durch Akkordrichtsatz durch Normalleistung. Ein Beispiel dazu, die Unternehmensleitung erwägt die Einführung einer Akkordentlohnung in der Fertigung. Als Kalkulationsgrundlage führt die Unternehmensleitung eine Akkordlohnberechnung für einen Arbeiter durch, der 20 Zubehörteile pro Stunde bearbeiten würde. Das ist die Normalleistung. 20 Zubehörteile pro Stunde. Und sein tariflicher Mindestlohn beträgt 14 Euro pro Stunde. Zusätzlich soll ein Akkordzuschlag von 20% verrechnet werden.
Und die Aufgabe lautet dann eben, berechnen Sie den Stückgeldakkordsatz und den Bruttomonatslohn des Arbeitnehmers bei 3.500 erstellten Zubehörteilen im Monat. Und wenn Sie das alles einfach in die Formel für den Stückgeldakkordsatz oben einsetzen wollen, dann sehen Sie, dass wir noch den Zähler brauchen, nämlich den Akkordrichtsatz. Und dieser ergibt sich aus dem Mindestlohn plus dem Akkordzuschlag. Nämlich 14 Euro plus 20% macht hier 16,80 Euro, das ist der Zähler. Und das teilen wir dann durch die Normalleistung von 20 Teile pro Stunde, ergibt einen Stückgeldakkordsatz von 84 Cent pro Zubehörteil. Das nehmen wir dann nochmal 3.500 und haben dann den Bruttolohn im Monat, nämlich 2.940 Euro. Bei der zweiten Form des Akkordlohns, dem Stückzeitakkord, wird für jede zu leistende Einheit die Vorgabezeit, das heißt die Arbeitszeit, die ein Arbeitnehmer normalerweise für die Fertigung einer Einheit benötigt, vorgegeben. Die Vorgabezeit je Stück in Minuten ist dabei definiert als 60 Minuten durch die Normalleistung in Stück pro Stunde. Dem Arbeitnehmer wird dann für jede geleistete Einheit diese im Voraus festgesetzte gleichbleibende Vorgabezeit gutgeschrieben. Und der Bruttolohn für einen Monat ergibt sich dann wie folgt: Vorgabezeit mal Minutenfaktor mal geleistete Einheiten im Abrechnungsmonat. Wobei der Minutenfaktor den Lohnsatz je Zeitminute darstellt und sich aus Akkordrichtsatz durch 60 Minuten ergibt. Im ersten Beispiel dazu beträgt der Mindestlohn 10 Euro und der Akkordzuschlag 20%. Die Vorgabezeit für ein gefertigtes Ersatzteil liegt bei 10 Minuten. In einem Monat erstellt ein Arbeitnehmer 1040 Teile. Für die Berechnung des Bruttolohns brauchen wir den Minutenfaktor, welcher wie gesagt dem Akkordrichtsatz durch 60 Minuten entspricht. Hier sind das 12 Euro pro Stunde durch 60, also 20 Cent pro Minute. Setzen wir das in die obige Formel für den Bruttolohn ein, erhalten wir 10 mal 0,2 mal 1040 sind 2080 Euro im Monat. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar haben wir hier eine Tabelle, um den Geld- und Zeitakkord im Vergleich zu ermitteln. Und die effektive Arbeitsleistung des Akkordlohnarbeiters beträgt für den aktuell abgelaufenen Monat hier 1500 Stück eines Bauteils. Und pro Stück werden normalerweise 7,5 Minuten benötigt. Und wie Sie sehen können, wenn Sie das mal selber per Hand durchrechnen, führen Stück Geld und Stück Zeitakkord zum gleichen Bruttolohn. Prämienentlohnung liegt dann vor, wenn zu einem vereinbarten Zeitlohn, der nicht unter dem Tariflohn liegen darf, planmäßig ein zusätzliches Entgelt, die Prämie, gewährt wird, deren Höhe auf objektiv feststellbaren Mehrleistungen des Arbeiters beruht. Dabei werden im Wesentlichen die quantitative und die qualitative Mehrleistung unterschieden. Mit quantitativ ist zum Beispiel Unterschreitung der Vorgabezeit oder höhere Ausbringungsmenge gemeint. Mit qualitativ ist zum Beispiel Unterschreitung der Ausschussquote, Ersparnisse bei Material- und Energieverbrauch, Einhaltung von Terminen, Verringerung von Warte-, Rüstleerlauf und Reparaturzeiten gemeint. Mit dem Bezug von Lohn bzw. Gehalt wird der Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungspflichtig. Gegenstand der Steuer- und Sozialversicherungspflicht ist das Arbeitsentgelt, das grundsätzlich alle Einnahmen umfasst, die dem Arbeitnehmer aus seinem Dienstverhältnis zufließen. Dabei ist es egal, ob es sich um einmalige oder regelmäßige Einnahmen oder um Geld, Sachbezüge und Geldwertevorteile handelt. Die Tabelle hier, die ich aus dem Buch genommen habe, gibt einen Überblick der verschiedenen möglichen steuer- und sozialversicherungspflichtigen Einkünfte. Es wird unterschieden zwischen Brutto- und Nettogehalt bzw. Brutto- und Nettolohn. Vom Bruttoarbeitsentgelt hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer, die Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag
und den Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung einzubehalten und an die entsprechenden Träger abzuführen. Zur Auszahlung an den Arbeitnehmer gelangt somit lediglich das nach Abzug dieser Beträge noch bleibende Nettoarbeitsentgelt. Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommenssteuer. Bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit wird die Einkommenssteuer als sogenannte Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt erhoben. Der Lohnsteuerbetrag richtet sich nach der Höhe des Arbeitsentgeltes und der Steuerklasse. Die Steuerklassen, denen die Arbeitnehmer zugeordnet werden, spiegeln gesellschaftspolitische Zielsetzungen wider, zum Beispiel Förderung von Familienbildung, und sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Oder auch nicht. Die Höhe der Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer kann für jeden steuerpflichtigen Arbeitnehmer in den Lohnsteuertabellen abgelesen werden, die die jeweilige Steuerklasse, die Kinderfreibetragszahl und weitere Faktoren berücksichtigen. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden mit Ausnahme der Zuschläge für Kranken- und Pflegeversicherung jeweils zur Hälfte von dem Arbeitnehmer und zur Hälfte vom Arbeitgeber getragen. Der Arbeitnehmeranteil wird vom Bruttoeinkommen einbehalten. Der Arbeitgeberanteil stellt zusätzlichen Personalaufwand dar. Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge bemisst sich prozentual vom Bruttogehalt. So, wie ist das Ganze buchungstechnisch? Das, was für Sie eigentlich wichtig ist. Das Bruttoarbeitsentgelt und der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung stellen für den Betrieb Personalaufwand dar und werden in den Konten 620 Löhne bzw. 630 Gehälter und 640 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung im Soll gebucht. Das Nettoarbeitsentgelt wird in der Regel durch Banküberweisung gezahlt. Die Lohnsteuer, die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden vom Arbeitgeber für Rechnung des Arbeitnehmers einbehalten und stellen vom Zeitpunkt der Fälligkeit des Gehaltes eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dar, die bis zum 10. des Folgemonats gezahlt werden muss. Gebucht wird dieser sogenannte durchlaufende Posten auf dem Konto 483 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen vom Unternehmen bis zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats dem Sozialversicherungsträger, also der Krankenkasse, überwiesen werden. Gebucht wird ebenfalls als durchlaufender Posten im Konto 484 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern. Da die Beitragssätze zur Sozialversicherung einer stetigen Änderung unterliegen, wird im Folgenden und im Zweifel auch in der Klausur mit einem vereinfachenden Satz von insgesamt 40% gearbeitet, der hälftig vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber getragen wird. Rechnen wir hierzu ein Beispiel durch. So, und zwar haben wir hier Banküberweisung von Gehältern brutto in Höhe von 120.000 Euro. Die einbehaltene Lohnsteuer beträgt 30.000 Euro, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung jeweils 24.000 Euro. Und die Buchungen bei Zahlung des Gehaltes lauten dann wie folgt. Nämlich 630 Gehälter, 120.000 an, und dann wird es aufgesplittet an Bank, das ist das, was netto rausgeht, das sind die 66.000 Euro, an Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden, das ist die Lohnsteuer in Höhe von 30.000 Euro, und an Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, das sind die 24.000 Euro Arbeitnehmeranteil. Und dann wird noch als Aufwand gebucht soziale Abgaben, 24.000 Euro an Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, das ist der Arbeitgeberanteil. So, und wurden bis zum Bilanzstichtag noch nicht alle einbehaltenen Steuerabzüge abgeführt, ist der Schlussbestand des passiven Bestandskontos 483 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden über das Konto 801 SBK abzuschließen. Und was Sie hier sehen, sind dann noch die Buchungen bei Zahlung der abzuführenden Abgaben, also
das, was dann geparkt wurde, wird dann weitergeleitet an Finanzamt und Krankenkasse, nämlich die 48.000 Lohnsteuer per Banküberweisung und dann, nee, die 30.000 Euro Lohnsteuer per Banküberweisung und dann noch die Sozialversicherungsbeiträge von 48.000 Euro. Ne? Das ist die Summe von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Wenn ein Mitarbeiter einen Vorschuss auf spätere Lohn- bzw. Gehaltszahlungen erhält, besteht aus Sicht des Betriebes ein Darlehensverhältnis. Bilanziell bedeutet das eine Buchung im Konto 265 Forderungen an Mitarbeiter. Schauen wir uns dazu konkret ein Beispiel an. Ein Angestellter erhält einen Gehaltsvorschuss in Höhe von 1.500 Euro per Überweisung. Die Buchung dazu ist wie folgt. Forderung an Mitarbeiter 1.500, an Bank 1.500. Und wenn wir beim letzten Beispiel bleiben, sieht die Verrechnung des Vorschusses bei der nächsten Gehaltszahlung dann so aus. Sie erinnern sich, wir hatten ja die Gehaltszahlung insgesamt von 120.000 Euro brutto. Und da taucht jetzt auf der Habenseite einfach Forderung an Mitarbeiter noch auf. Und dementsprechend verringert sich dann die Banküberweisung, die Nettoüberweisung an den Mitarbeiter um den Betrag, den er schon als Vorschuss bekommen hat. So, vermögenswirksame Leistungen sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in einer vom 5. Vermögensbildungsgesetz vorgesehenen Anlageform anlegt. Zu den staatlich geförderten Anlageformen gehören vor allem Verträge über den Erwerb von gesetzlich näher bezeichneten Vermögensbeteiligungen, wie zum Beispiel Wertpapiere oder Bausparverträge. Auf die Zahlungen in die geförderten Anlageformen erhält der Arbeitnehmer eine Arbeitnehmersparzulage. Diese Zulage wird durch das Finanzamt nach Ablauf jedes Kalenderjahres im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs oder Einkommenssteuerveranlagung festgesetzt und nach Ablauf der Vertragslaufzeit des Sparvertrages über vermögenswirksame Leistungen ausgezahlt. Die vermögenswirksamen Leistungen werden entweder ganz vom Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder von beiden gemeinsam erbracht. Im Falle der Zahlung durch den Arbeitgeber erhöhen sich die Personalaufwendungen des Betriebes entsprechend. Die vermögenswirksamen Leistungen stellen für den Arbeitgeber Personalaufwand dar und werden im Soll der Konten 622 sonstige tarifliche oder vertragliche Gehaltsaufwendungen oder 640 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung gebucht, je nach Anlageform. Die sofortige Überweisung des Sparbetrages auf das Anlagekonto des Arbeitnehmers bei Lohn- und Gehaltszahlung erfolgt durch Buchung im Haben des Kontos Bank. Bei erst späterer Abführung der vermögenswirksamen Leistungen werden diese als durchlaufende Posten auf dem Konto 486 Verbindlichkeiten aus vermögenswirksamen Leistungen erfasst. Für den Arbeitnehmer bedeutet die Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen eine Erhöhung des steuer- und sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes und eine Verringerung des Auszahlungsbetrages. Wenn wir das letzte Beispiel noch erweitern, sodass das Unternehmen insgesamt 1.000 Euro vermögenswirksame Leistungen zahlt und diesen Betrag auf die Anlagekonten der Arbeitnehmer überweist, ergibt sich dann eben folgendes Bild. Wir haben hier auf der Sollseite dann noch zusätzlich sonstige tarifliche oder vertragliche Gehaltsaufwendungen. Genau, und dadurch ändert sich die rechte Seite auch und auch die sozialen Abgaben verändern sich.